everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal einen Glitch, wie ihr schon am Thumbnail erkennen konntet, wie man unsichtbar wird in GTA Online. Alles, was ihr benötigt, ist gleich einen Job zu starten und da werde ich euch noch alles zeigen, wie man alles einstellt. Dann braucht ihr noch drei weitere Kollegen. Insgesamt seid ihr dann vier Leute gefunden an dieser Glitch. Wave geben wir als Final Scammer erst, auch wie immer als Founder in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wir starten jetzt erst einmal den Job. Seid ihr nun im Job, dann startet ihr irgendein Ziel, Scheibenrennen. Es kann 1 oder 6 sein, sollte es soweit gehen, ich bin mir gerade nicht genau sicher. Ist auf jeden Fall komplett egal, ihr benimmt diese Einstellung, kein Kontakt. Am besten macht ihr 3 Runden, ihr könnt jede Runde nehmen, außer alles unter 2 Runden, weil ihr braucht 2 Runden, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Macht am besten 4 Runden, ihr fahrt das eh nicht zu Ende. Wir starten das Ganze einfach. Ja, alle, die hier mitmachen, der WFG Flo, der Ferdin, der Freezy sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kurz geht raus, dass ihr mir dabei geholfen habt. Ja, wir müssen diesen Job jetzt einfach starten. Einfach jeder hier bereit machen oder warten, bis der Countdown abgelaufen ist. Und dann werden wir jetzt hier spawnen. Wir bekommen gleich einen Countdown und dann müssen wir erst einmal die erste Runde zu Ende fahren. Habt ihr nun die erste Runde zu Ende gefahren, werdet ihr jetzt nach diesem hier Symbol, wenn man das Symbol nennt, einfach mal Dreieck gedrückt halten, damit ihr respawnt. Ihr werdet dann die ganze Zeit durch die Map fallen. Das ist bei jedem so, der dann hier respawnt. Ihr müsst euch einfach wegen Inaktivität kicken lassen. Hier reicht es dann auch, wenn irgendwer, egal aus was bei einem Team, sich dann wegen Inaktivität kicken lässt. Ja, ich werde das Ganze wie vorhin auch schon wieder vorspulen, weil sonst geht das Video viel zu lange und das möchte ich euch nicht geben. Deswegen sehen wir uns gleich, wenn wir wegen Inaktivität oder sonst was geflogen sind.
Seid ihr dann nun wegen Inaktivität am besten geflogen? In meinem Fall ist es jetzt der Ferdin, der wegen Inaktivität geflogen ist. Wir haben jetzt einfach nie beendet, das ist auch komplett egal. Ich habe ja gesagt, es ist egal, wer wegen Inaktivität fliegt. Hauptsache, irgendwer fliegt dadurch. Ja, wir müssen ganz einfach nur noch den Job verlassen. Seid ihr dann nun, wie ich, hier ganz einfach gespawnt, dann werdet ihr sehen, dass ihr unsichtbar seid. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr nicht die Lobby wechselt, Outfit wechselt, es versucht abzuspeichern, in ein Auto einsteigen, dann sobald ihr bei einem Auto wieder aussteigt, ist das Outfit sichtbar und bei einem anderen, was ich gerade aufgezählt habe, ist das Outfit halt wieder da. Wie gesagt, auch bei einem Lobbywechsel ist das Outfit dann auch wieder da. Passt auf jeden Fall auf, was ihr macht. Ihr seid, soweit ich weiß, für andere auch komplett unsichtbar. Ja, das soll es dann jetzt vom Video gewesen sein. Lasst mir doch noch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Was